Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Griefer Games Video. Wo bin ich denn wohl gerade? Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was dieser Typ auf Citybuild 17 macht. Du bist gefühlt auf jedem anderen Citybuild, auf Citybuild 2 mal. Tja, ganz einfach Leute, ich bin jetzt gerade in einem Update, was es nur auf Citybuild 17 gibt. Und zwar ist es das sogenannte Gefängnis-Update. Ist es für Scammer gedacht eigentlich, die denn hier reingewartet werden sollen? Ich weiß natürlich, dass das schon 100 andere Griefer Games YouTuber gemacht haben, aber ich habe mir gedacht, Leute, die Klicks muss man einfach mitnehmen, nein, Spaß. ich wollte euch das Ganze auch einfach mal vorstellen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Und hier steht auch, wenn man jetzt einbricht, ist man da drin erstmal gefangen. Also, du wurdest, und jetzt müssen wir bestimmte Anzahl an Blöcken, wie es aussieht, abbauen. Oh, ja, ah. Wie kann ich jetzt? Ich hab irgendeine. Oh, 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 beruhige dich, Kumpel, beruhige dich. Und du kannst, man kann auch von außen auf diese, Ding schießen. Auf die Leute. Ey, die gehen mir hier dazwischen. Und jetzt muss ich 15 Obsidian-Blöcke abbauen, um hier wieder rauszukommen, wie ihr sehen könnt. Ich finde das ganze Update eigentlich ein, bisschen 15. Verwenden. Du darfst im Gefängnis keine Diamantspitzhacke. Ja. Mit einer Goldspitzhacke oder was soll ich das Ganze jetzt hier verwenden? Oho, wie interessant. Und die können jetzt auch von außen die ganze Zeit drauf schießen. Ey, das finde ich jetzt aber ein bisschen gemein. Meine Güte. Ey, guckt euch mal an, wie lange das jetzt dauert. Auf jeden Fall finde ich das ein recht geiles Update, weil so werden die Scammer nicht mehr gestartet, kommen nach 5 Minuten zurück, sondern die müssen jetzt hier erstmal mit einer Goldspitzhacke ewig lange abbauen, bis du hier wieder rauskommst. Das finde ich eigentlich recht geil gemacht. Weil so müssen die Scammer wirklich mal bereuen, was sie gemacht haben. Und das dauert dann halt schon eine ganz schöne Zeit, wie ihr sehen könnt. Ich brauche hier für einen Block locker 20 Sekunden, kann man sich eben schnell hochrechnen, dass das bestimmt, dass man hier bestimmt so bis zu 5 Minuten braucht, bis man hier alles abgebaut hat, also diese 15 Blöcke. Ey! Finde ich jetzt aber nicht nett. Nee. TM Varius. Guten Tag. Digga, das ist ein bekannter Citybuild 2. Jetzt. Oh, Mann, wir können ja jetzt mal ganz kurz einfach Slash Up machen und gucken, was dann passiert, wenn wir wieder auf Citybuild 2 gehen. Ob wir jetzt irgendwie gesperrt, also auf Citybuild, wie heißt das, 17, ob wir jetzt irgendwie gesperrt sind oder immer noch im Gefängnis oder ob man das einfach mit Slash Up wieder umgehen kann oder ob man jetzt halt wieder da drin spawnt. Du spawnst tatsächlich wieder im Gefängnis. Das ist aber mal interessant. Und jetzt muss man höchstwahrscheinlich die Dings vom Neuen abbauen. Hm. Ach man. Ich will doch hier nur gucken, ob man wirklich das abbauen kann. Bitte, bitte, lass mich das mal eben schnell gucken. Weil wenn man jetzt hier wieder noch 50... Mann, ich will doch noch mal ganz kurz was abbauen. Na, kann es doch nicht sein. Auf jeden Fall ist das Update noch nicht auf den anderen Citybuilds verfügbar, sondern im Moment nur auf Citybuild 17. Ich finde aber auch geil, wenn das auf anderen Citybuilds kommen würde, weil, ganz einfach, das ist mal eine richtige Bestrafung. Und hier, eigentlich kann man den jemanden richtig lange drin festhalten und mit dieser Gun, die sich Supremes machen können, ist das Ding einfach, dass sie die Leute wirklich hier für eine ganz schöne Weile drin festsetzt und dass das Gamer irgendwann keinen Bock mehr hat und das wahrscheinlich liegt. Also finde ich das Ganze eigentlich recht geil von Griefer Games gelöst. Da gehen mal Props an das Griefer Games Team raus, dass das jetzt immer noch so ist. Digga, lass mich doch mal abklauen, du kleiner Hurensohn. Junge. Den Premium-Spieler Startkick. Naja, Digga, jetzt gibt's doch nicht. Ich sehe schon wieder, Junge, wie YouTube das Video einfach gestrikt. Wir gucken, ich will jetzt nämlich nur schauen, ob das auch, ob man jetzt hier wieder 15 Blöcke bekommt, wenn man lief, oder ob hier nur noch eine bestimmte Anzahl an Blöcken fehlt. Ja, geil, Digga. Mann, ich will doch nur mal ganz kurz gucken. Ja, Digga, ich gehe jetzt einfach raus. Ich schätze mal, dass man einfach nicht die Anzahl beibehält. Gut, ich hoffe, euch dazu hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und ein Abo. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.